Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von DSA, die Schicksalsklinge, das HD Remake. Wir waren beim letzten Mal, oder besser gesagt, ich möchte das nicht auf euch abwälzen. Ich war ziemlich verwirrt vom Anfang des Spiels, aber sobald, ja, in der Sekunde, in der ich das Spiel geschlossen habe, wurde mir klar, mein Gott, natürlich, ich muss in dem Travia-Tempel, ganz am Anfang, war das ein Travia-Tempel? Ich glaube schon. Da werde ich höchstwahrscheinlich mit dem, genau, zwei hatte ich gespeichert. Da werde ich höchstwahrscheinlich mit dem Geweihten sprechen müssen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gerafft, da bin ich einfach rausgerannt, weil ich schon so verwirrt war vom Anfang des Spiels von den ganzen Heldengenerierungen, dass ich einfach da rausgerannt bin und dann mich erstmal mit Waffen eingedeckt habe. Genau, hier waren wir. Ich guck mal gerade, ob jetzt die Magierin. Die hatte zumindest auch ihren Speer. Okay, alles klar. Dann sind die ja zumindest schon mal ganz grob ausgerüstet, jetzt meine beiden Hauptcharaktere, die ich neu generiert habe. Anders als die, die schon in der Gruppe waren. So, und jetzt muss ich nur noch finden, wo war dieser, ja, Travia-Tempel. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja irgendwie da einfach völlig planlos rausgelaufen. Es dauert erstmal wieder ewig, bis ich hier. Ah, ich bin vor der Tür. Das verstehe ich jetzt mal nicht. Das muss ich auch erstmal wieder. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich da irgendwie dann draußen bin, wenn ich so nah an der Tür bin. Also ich bin jetzt hier wieder irgendwo und ich muss den Travia-Tempel finden. Ich muss da mit dem Geweihten reden. So war das am Anfang. Ja, hier sind die NPCs, die nicht reden und sich auch kaum bewegen und irgendwie ganz komisch in der Gegend rumstehen. Ein bisschen zombiehaft sehen die aus hier. Die sich auch hier seltsam alle im Gleichtakt bewegen, hat schon etwas sehr Unheimliches. Jetzt wird es auch noch Nacht. Okay, ich suche den Travia-Tempel. Kann ich ihn irgendwie auf der Karte finden? Ah ja, okay. Moment, vielleicht kann ich irgendwie. Ah, so, das sieht doch schon besser aus. Leider. Herberge, Taverne, Taverne, Sinn-Tempel. Ach, das ist sowieso nur der Bereich, den ich bisher entdeckt habe hier. Okay. Private Temple ist einfach nur rechts die Straße runter bis gleich zum Ende. Das müsste ich ja eigentlich hinkriegen. Rechts. Und die stehen alle zombiehaft in der Gegend rum und bewegen sich ansonsten nicht. Ich hatte ja schon gesagt, man kann mit den NPCs nicht reden, weil die im Originalspiel nicht vorhanden waren. Und das ist ja ein Remake dieses Originalspiels von 1992. Und sie haben halt hier so die 3D-Welt erschaffen drumherum, aber doch eben wenig belebt. Hier das Kind, das läuft zum Beispiel mal. Okay, dann ist auch wieder direkt weg. War das jetzt hier schon? Das ist ein einfaches Haus in Tora. Okay, versuchen wir da gerade reinzugehen. Habt ihr die letzten Nachrichten gehört? Fragt der Mann an der Tür ängstlich. Die Orks sollen Fexcare eingenommen haben. Nun mal langsam, antwortet einer von euch. Die Orks mögen sich vielleicht auf Krieg vorbereiten, aber kein Ork würde es wagen, sein Angesicht in Fexcare zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt recht, antwortet der Mann widerstrebend und schließt die Tür. Das ist interessant, das war jetzt gerade der allererste Dialog in diesem Spiel, der vertont war. Und dabei war das ja jetzt eigentlich was völlig Nebensächliches, was jetzt irgendwie mit der Story nur am Rande zu tun hat. Und ich konnte ja auch nicht mal irgendwas auswählen. Jetzt habe ich bin schon wieder komisch gegangen gerade. Okay, ich bin völlig falsch gegangen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich hatte eben die Karte. Perspektive verändert. Das ist natürlich blöd jetzt. Nochmal ganz neu. Finde ich jetzt einen blöden Travia-Tempel? Und die anderen Dialoge bisher waren alle nicht vertont. Hier ist wieder diese Zombie-Meute.
Also mein Orientierungssinn ist auch sowieso nicht gerade der beste, auch im echten Leben. Aber das hier finde ich auch nochmal wirklich extra verwirrend. Diese komische Karte, bei der man immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sieht. Und ich bin irgendwie gerade ganz woanders hinlaufen, als ich dachte, wo ich hinlaufe. Okay, ich bin schon wieder ganz woanders. Ist denn jetzt der blöde Da ist der Travertempel. Okay, man sieht anhand dieses Kreuzes leider nicht, wie man gerade selber zu den Objekten steht, sondern es ist einfach nur... Ja, das zeigt einfach immer nach Norden oder nee, da wo man gerade die Karte bewegt. Also es ist vollkommen unsinnig. Okay, jetzt sehe ich ja oben in der Minikarte zumindest mal, wohin ich mich bewege. Also wenn ich mich jetzt hier nach rechts, also ein bisschen einfach jetzt hier gerade ausgehe, dann müsste ich ja... Müsste ich jetzt geradeaus durch zum Travertempel kommen. Da hoffe ich doch mal, dass das mir jetzt gelingt. Okay, jetzt, wie man jetzt geradeaus weitergehen kann, ich kann ja nicht Luftlinie gehen. Also wenn diese Leute nicht immer noch verschwinden würden, das Schwein bleibt da, die Leute verschwinden. Ich meine, das ist ja schon ganz nett so gemacht. Die ganze Welt hier und diese Fachwerkhäuser und so, alles schon mittelalterlich. Das will ich den Machern ja zugestehen, nur diese Belebung der Welt ist mir wirklich nicht gelungen. Besonders halt diese Leute, die immer dann... Moment, das sieht nach Travia aus hier. Wo ist jetzt die Tür? Waffen, ja. Hey, gut. Okay, das ist der Sonnenuntergang da auch nett. Ja, meine Güte. Das kann jetzt nicht so schwierig sein, ne? Svafnir Travia. Okay, Travia Center, da war ich schon richtig. Aber ich habe die Tür nicht gefunden. Hier ist der Travia. Ja. Wo ist die blöde Tür? Ach, das ist die Tür hier. Okay, da war ich blind. Komm ich jetzt hier rein? So, jetzt bin ich endlich drin. So, und das ist auch wieder dieser Englisch, mit dem wir am Anfang nicht gesprochen haben. Das werde ich jetzt nachholen. Die ganze Gruppe wird von Travia göttlich gesättigt. Sehr gut. So, ich gucke mal, ob der Dialog jetzt auch... Moment, nee, ich kann mit ihm gar nicht reden. Das ist das Problem. Ich kann hier meine Gruppe... managen und einfach Abfallstock spenden, aber ich kann mit dem gar nicht reden. Okay. Dann habe ich mich vertan. Die ganze Aktion war gerade vollkommen sinnlos. Und ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich genau tun muss. Ich würde sagen, ja gut, ich meine, ganz rudimentär ausgerüstet sind wir ja jetzt. Wir könnten jetzt einfach mal die Stadt verlassen. Ich gehe mal einfach hier hoch, ich habe gar keine Ahnung. Oder muss man wirklich dieses Tagebuch erstmal lesen, was eine Anleitung ist? Also wie gesagt, ich kann mich da überhaupt nicht mehr erinnern, wie das im ersten Originalteil war. So das Gefühl, ich werde auch in diesem zweiten Spiel, ich meine, das erste hat ja schon über eine Stunde gedauert, bis ich mal meine Charaktere zusammen hatte. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt hier nicht allzu weit weiterkommen in diesem zweiten Spiel. Okay, mal gucken, was das hier ist.
groß und wichtig aus. Das ist einfach nicht optimal gelöst hier alles, diese ganze Interaktion. Also ich meine, jetzt habe ich hier, okay, altes Filmfest. Wie komme ich rein? Bedauere, kein Zutritt, Befehl! Okay. Also der Typ steht zwar links, aber er redet erst, wenn man ganz nah rangeht und auf die Tür klickt. Wie gesagt, die Stadt an sich ist schon schön gemacht hier, finde ich. Man muss halt immer so blöd erstmal über die Tür mit der Maus fahren, dass man irgendwie mal versteht, was hier eigentlich geht. Und hoch über der Stadt erhebt sich der Ottaskin der Hetleute, wo sich nicht nur das Wohnhaus von Hetman Tronde, sondern auch eine Kaserne und die berühmte Kartothek befinden. Vor dem schweren Tor in der Umwallung stehen zwei mit furchteinflößenden Äxten bewaffnete Hünen, offensichtlich Krieger der Hetgarde. Wohin des Wegs? Ja, hier sind immer auch wieder die beiden schwer bewaffneten, was waren das? Schwer bewaffnete Hünen. Es stehen hier nicht. Also die muss man sich jetzt wieder vorstellen. Und es wurde jetzt auch erst im zweiten Anlauf klar, dass man dieses Gebiet hier gar nicht betreten kann, weil das einfach so ein Interaktionsgebiet ist, sozusagen, hier aus dem Originalspiel. Wir kommen von wegen dem Aufruf, es ist auch kein besonders gutes Deutsch. Wir sind die Helden, die der Hetman sucht. Das sagen wir nun Hetman. Also ich sag mal, wir sind die Helden. Das wohl. So ein Selbstvertrauen lob ich mir. Aber auf jeden Fall, jetzt weiß ich wieder genau, man muss zu dem Hetman. Ich weiß nicht genau, warum man das muss, aber der Hetman sucht Leute gegen die Orks, irgendwie sowas. Eine der Wachen führt euch in das große Langhaus, in dem Hetman Tronde gerade im Schein mehrerer Kerzen über alten Karten brütet. Nachdem ihr euch höflich vorgestellt habt. Lassen wir diese Formalitäten. Ihr glaubt also, dass ihr in der Lage seid, euch mehrere Monate durch die Wildnis zu kämpfen, um irgendetwas zu suchen, von dem ihr nicht einmal wisst, was es ist? Das wohl, das nenn ich Mut. Also, zur Sache. Torval ist in ernster Gefahr. Im oberen Bodirtal rotten sich die Orks zusammen und es sieht so aus, als hätten sie diesmal einen gemeinsamen Führer. Genau, das ist die Geschichte. Torval ist in Gefahr, die Orks rotten sich zusammen zum Angriff und wir werden ausgeschickt, um die Schicksalsklinge zu finden. Und wenn die Weissagungen nicht täuschen, dann werden es diesmal viele Tausend sein. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die Orks bis nach Villenheim vordringen, weil dann ein Krieg unvermeidlich ist. Ich habe die alten Sagen studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, wenn man die Orks, vorzugsweise ihren Häuptling, so sehr beeindruckt, dass sie von ihren Plänen ablassen. Eigentlich wäre dazu Zauberei am besten geeignet. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Zauberer sind entweder inkompetent oder auf der falschen Seite. Also brauchen wir eine andere Methode. Genau. Die haben zwar auch eine Zauberin dabei, die Iskra, aber gut. Es gibt da eine Waffe, die seit mehreren Dutzend Jahren im Orkland verschollen ist. Grimring, das Schwert des berühmten Hetmans Hügelig, dessen Expedition nie zurückkehrte. Irgendwo im Orkland muss ein Grab liegen und dort wahrscheinlich auch das Schwert. Es heißt, dass die Orks damals eine Heidenangst vor der Waffe hatten und ihre Schamanen, oder wie sie sich schimpfen, haben ja angeblich so ein gutes Gedächtnis. Wenn wir also diese Waffe in unsere Hand bekämen und ein tapferer Krieger damit den Orks zeigen könnte, was eine Harke ist, dann hätten wir schon halb gewonnen. Entweder zerstreuen sie sich dann oder werden zumindest so in ihrer Moral geschwächt, dass wir sie ohne weiteres zurücktreiben können. Nun, nachdem ihr alles wisst,
Habt ihr immer noch den Mut, loszuziehen und euch auf die Suche zu begeben? Wäre ja mal witzig zu wissen, was jetzt passieren würde, wenn ich sagen würde, ich fürchte, das ist eine Nummer zu groß. Aber das machen wir als wagemutige Helden natürlich nicht. Trotzdem werde ich jetzt mal versuchen, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Vor allem natürlich, wo ich hin muss. Und vielleicht gibt ihr mir auch noch Ausrüstungsgeld. Das wäre nicht schlecht. Ich kann euch eine Vollmacht erteilen, dass ihr euch im Zeughaus ausrüsten dürft. Und ihr werdet natürlich reich belohnt werden, wenn ihr zurückkommt. Noch ein kleiner Rat. Soviel ich weiß, lebt auch ein direkter Nachfahre von Hügelig, ein gewisser Isleif Olgardsohn, in Feldstein. Versucht doch dort einmal euer Glück. Also Isleif Olgardsohn in Feldstein. Ich hoffe, das wird irgendwo mitnotiert. Der Segen Svafnirs und der Zwölfe möge euch begleiten. Gut. Zeughaus. Da sollten wir hin, uns ausrüsten. Bin ich jetzt doch deutlich schneller vorangekommen, als ich eben befürchtet habe. Wo ist das Zeughaus? Vielleicht kann man sogar mit Doppelklick direkt hier hin oder so. Nein, leider nicht. Tja, dann müssen wir mal das Zeug raussuchen. Leider auch nicht den geringsten Hinweis drauf, was sein könnte jetzt. Also hier ist Discord der Leise, da waren wir schon. Ich schau mal, vielleicht habe ich ja... Vielleicht gilt dieser Fallbriefer jetzt bei allen derartigen Ausrüstungsläden. Ich probiere es einfach mal. Was brauche ich? Achso, der hat sowieso nur Waffen. Waffen habe ich ja jetzt. Wobei, ich versuche jetzt mal das Kennzeug hatte ich auch schon gekauft. Die Stiefel versuche ich aber mal zu kaufen. Aus dem Rondra kam, ne? Wasserschwert, okay. Man kann ja auch nicht so richtig leicht sehen, welche Werte diese Dinge jeweils haben. Das ist auch eher nervig. Oder generell. Wie sieht es jetzt aus mit meinem Helden? Was hat er jetzt hier für Werte? Ich habe hier nicht so einen Überblick, ehrlich gesagt. Status, Hunger, Durst. Grundwerte. Rüstungsschutz habe ich 1. Ich habe Kettenzeug an und Stiefel und habe Rüstungsschutz 1. Wie kann das sein? Ich
Und wie ich beim letzten Jahr schon sagte, es ist auch vollkommen unersichtlich, wie viel Geld ich überhaupt zur Verfügung habe. Gut, ich meine, so ein Waffelrock gehört eigentlich auch noch dazu. Tja. Ja, wo gehört der jetzt wieder hin? Das ist. Also vieles an diesem Spiel ist wirklich so unglaublich schlecht gelöst. Keine Ahnung. Da, okay. Und? Jetzt habe ich zum Schutz 3. Okay. Alles sehr, sehr, sehr seltsam. Ich wollte aber ja eigentlich zum Zeughaus. Weil ich da ja den Freibrief habe, dass ich mich frei ausstatten kann. Nur habe ich, wie gesagt, nicht die leiseste Ahnung, wo das Zeughaus sein könnte. Heiler. Ich schaue nochmal auf die Karte. Heiler, Gemischtwaren. Ah, da ist das Zeughaus. Alles klar. Okay, einfach geradeaus. Dann bei der Weggabelung. Links und direkt wieder rechts eigentlich. Okay. Wieder mal bin ich. Doch, ich bin direkt davor, ja. Ah ja. Hä? Das Kontor des Festumer Handelsherrn? Ich will weder Geld abheben noch Geld einzahlen. Ich möchte einfach nur zum Zeughaus, was hier eigentlich laut Karte sein sollte. Hä? Ich verstehe es echt nicht. Oder Moment. Sollte das heißen, wir können jetzt Geld abheben beim Zeughaus? Ist das das? Ist das Zeug, heißt Zeughaus, das ist doch eigentlich eher sowas, wo man sich ausrüsten kann, oder? Ich gebe mal ab. Okay, wir können da was leihen. Also das ist total seltsam. Nochmal. Ach, nee, Moment. Das Zeughaus. Wo ist das Zeughaus jetzt? Das ist doch das. Das würde überhaupt nicht klar. Aber es müsste das hier eigentlich sein. Da kommt ja nicht mit Escape raus, auch wieder so ein extremer Usability-Fail, wie es in diesem Spiel einige gibt. Verstehe es absolut nicht. Ich schaue mal eben in meinem Tagebuch nach. Aufgaben. Der Aufruf, der Hickmann Tronde hat uns untersucht nach Grimring, der Schicksalsgänger beauftragt. Ja. Hier hat übrigens auch gestanden, dass der Hickmann da einen Aufruf gestartet hat, von dem ich allerdings nicht wirklich etwas wusste vorher. Ja, Islav ist ein direkter Nachkomme und wohnt in Fallstein, das ist auch schön, aber hier steht nichts von dem Zeughaus. Und ich verstehe es nicht. Hier, Zeughaus. Aber es ist tatsächlich, es ist die Bank ist das Zeughaus. Nehmen wir mal
Euer Kontostand minus 235 Silberstücke. Okay. Also wir haben da auch mal eben schon ganz gut Geld abgeholt. Ist ja okay. Wir werden ja bestimmt Geld in unseren Abenteuerreisen. Achso, ich habe gerade die Maus irgendwie so umgestellt, dass ich mich jetzt mit der Maus umsehen kann. Mit der rechten Maus, das geht ganz okay. Wir werden ja sicherlich reiche Beute machen. Und von daher ist das ja in Ordnung. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Proviant auf jeden Fall für unsere Reise. Ich speichere nochmal eben. Wo war nochmal mit Escape? So, jetzt wird wieder Nacht. Wird ja wieder relativ schnell Tag und Nacht. Ich glaube, die Nacht geht auch schnell vorbei. Ich glaube, wir hatten schon eine Nacht oder so. Es war mir ganz kurz mal dunkel und dann wurde es schnell wieder hell. Ja, jetzt wird es schnell hell. So ein bisschen das Nordische hier. Da dauert die Nacht nur 2 Sekunden. Ja, also wie gesagt, wir brauchen Proviant. Ja, Gemischtwarenladen, da gehe ich mal rein. Wo ist der? Wasserschlauch kann man mal gebrauchen. Eigentlich sogar direkt 1, 2, also 6 Stück. Vielleicht kann ich hier mal ein bisschen handeln. Ach Gottchen. Nicht mal 5% kommen? Ja. Nee, auch wieder nicht. Ach Gott, na gut, dann ohne Handeln. Ich würde jetzt wirklich einfach mal gerne wissen, wie viel Geld ich habe. Das wäre ja wirklich mal eine ganz interessante Information. Also er hat jetzt 4 Dukaten. Ja, 3 Dukaten. Ich habe das Gefühl, das teilt sich immer so einigermaßen gleichmäßig auf die Hellen irgendwie auf. Es ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder eine Menge Geld, die ich da abgehoben habe. Proviantpakete. Sollten wir auch kaufen. Ja, erstmal 9 Stück vielleicht. Wieder ohne Handeln. Ich glaube, so ein bisschen was haben die ja auch, die anderen Helden, die in der Gruppe vorher waren. Proviant haben die jeweils alle ein Paket. Gut, die Wasserschlauch habe ich gerade gekauft. Angelhaken haben sie noch. Ah ja, hier gibt es einen Strickleiter noch. So ein Seil sollte ich mir vielleicht auch noch holen. Fackel haben wir, das ist auch gut, die Triche. Ja, dann hole ich mir noch ein Seil. Brecheisen. Könnte nützlich sein. Ja, die Fackeln sind billig, da hole ich mir auch nochmal 3 Stück. Das Seil ist nicht ganz so billig, aber eins sollte ich mir vielleicht mal holen. Das sollte meinen falschen Wert erhöhen. Sobald ich Abenteuerpunkte habe. Okay, damit sind wir eigentlich mal so grundsätzlich ausgerüstet. Jetzt sollte die Magierin vielleicht noch so ein bisschen was an Kleidung bekommen. Oder, ach, ich glaube, ist mir auch egal. Ich versuche jetzt mal aus der Stadt rauszukommen. Und zwar in diese Stadt, wo dieser Verwandte von dem... Ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Der Verwandte von Higelix, genau. Der wohnt in Felenstein. Und da versuche ich jetzt mal hinzukommen.
rauskomme. Die haben mir auch schon mal geholfen. So richtig weiß ich das nicht. Ich gehe einfach mal hier rechts. Ich gehe einfach mal immer in eine Richtung. Da müssen wir ja irgendwann bei einem Stadttor rauskommen. Die Zombies sind wieder da. Hier waren wir, glaube ich, schon. Hier waren wir bei einem Hetman. Okay, ich würde sagen, von hier aus gehe ich einfach mal die ganze Zeit geradeaus in die andere Richtung. Dann müsste ich ja zur anderen Seite der Stadt kommen und dann vielleicht auch zu irgendeinem Ausgang. Also man merkt wirklich auch, wie damals, das Spiel ist ja eigentlich auch eine 1:1 Umsetzung. Moment, bin ich eben weiter? Was ist das jetzt schon wieder? Wie wenig da Spiele an die Hand genommen wurden. Also es wird einfach jetzt gesagt, ja, geht mal dahin, aber es wird nicht der leiseste Hinweis gegeben, wie man dahin kommt. Und hier kommt man zum Beispiel einfach aus irgendwelchen Gründen gar nicht weiter. Irgendwie verstehe ich gerade gar nichts. Okay, hier geht's runter, alles klar. Genau, wird einfach gesagt, der Typ ist da. Dessen Name wird noch nicht mal im Tagebuch wiederholt, der hätte man sich jetzt vielleicht auch noch aufschreiben müssen. Es wird nur gesagt, der ist in irgendeiner Stadt und ja, such den mal auf. Und die Stadt ist riesengroß und man ist völlig verloren und es gibt zitternde NPCs, die durch die Stadt laufen. Also es ist auf jeden Fall schon nur was für Nostalgiker, aber dazu zähle ich ja zum Glück. Und jetzt verrennt man sich ja, geh mal weg du. Jetzt verrennt man sich ja auch ständig, denn man hat ja auch einfach durch diese Minikarte überhaupt keine Orientierung. Und hat immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt. Ach, ich kann aber auch offenbar in der Karte gehen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Okay, da muss ich nochmal jetzt gucken, wie ich hier durch solche kleinen Nadelöhre durchkomme. Aber dann kann ich hier offenbar so in Realtime über die Karte laufen. Das verstehe ich, habe ich jetzt gerade erst verstanden. Hier ist nochmal ein Gemischtwarenladen. Weil da hat man dann, glaube ich, doch etwas bessere Orientierung. Ist das ja auch seltsam. Hier rechts hat man noch so einen kleinen Kartenausschnitt, auf dem man aber eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts erkennt. Wo ich überhaupt nicht verstehe, was das hier irgendwie sein soll. Da kann man irgendwelche komischen Ringe machen. Nee, das verstehe ich jetzt wieder noch gar nicht, was das da rechts soll. Ich wechsle gerade nochmal in die andere Sicht. Ah, okay, so sieht das also gar aus. Ich bin jetzt am Stadtrand und ich gehe auf etwas zu, was so etwas wie ein Stadttor sein könnte. Was ich hier in der Ansicht wiederum nicht sehe, weil ich hier nicht weiter rauszoomen kann. Ich bin hier schon auf der maximal herausgesuchten Stufe. Ah, hier, das sieht doch so aus, als könnte man hier möglicherweise auch dann raus. Der Karte.
Also hier ist so ein kleiner Teil der Karte offenbar schon aufgedeckt, wo ich noch nie war. Ein Streifen am Rand. Aus unerfindlichen Gründen. Hat manchmal einen Hut auf und manchmal auch nicht. Jetzt zum Beispiel gerade nicht. Jetzt hat er ihn wieder auf. Ja, also, aber Dune ist eben eine magische Welt. Da passieren seltsame Dinge. Dieser Typ hier. Wir haben zu meinem Hut auf. Und dann bin ich. Ja, und jetzt bin ich schon wieder so eine blöde Sackgasse gelaufen. Wie es aussieht. Warum der jetzt die ganze Zeit hier so rumläuft mit seinem wechselnden Hut und nicht Hut, ist auch irgendwie nicht ersichtlich. Was der da will, wenn das einfach nur Sackgasse ist, ich verstehe es nicht. Also, was soll das jetzt? Warum fühlt mich das Spiel jetzt hier in so eine blöde Sackgasse? Ich erinnere mich daran, dass es im Originalspiel auch sehr schwer war, sich zu orientieren, aber es war meiner Erinnerung nach trotzdem deutlich leichter als hier. Und zwar ganz einfach auch schon deswegen, weil es nicht so ein Riesengebiet war. Man ist halt durch die Stadt gelaufen, die Stadt sah überall gleich aus, das hat es auch ein bisschen schwierig gemacht. Aber man ist da eben so einfach durch die Gassen ganz schnell durchgezockelt, so im Zeitraffer. Weil es ja auch keine 3D-Animation gab, es wurde einfach Bild für Bild alles abgespult. So Daumenkino-mäßig. Ah ja, ich verstehe es einfach nicht. Wo bin ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Wie komme ich denn aus dieser blöden Stadt raus? Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Es wird ja auch nicht irgendwas als interaktiv angezeigt oder so. Das ist jetzt irgendwie. Keine Ahnung, in Stadttour gehe oder so. Das ist doch echt ein bisschen. Wenn dieser ganze Weg hier, wo ich gerade lang gegangen bin, das ist alles Gebiet, in dem man effektiv überhaupt nichts machen kann, außer es zu betreten. Hier, man sieht ja, es gibt absolut keine interaktiven Symbole oder sowas. Das ist wirklich furchtbar. Aber irgendwie, hier war ich ja schon und dann dachte ich, das wäre eine Sackgasse, aber so wie das hier auf der Karte aussieht, muss das doch die Stelle sein, wo man aus der Stadt rauskommt. Hier oben, es ist doch genau, sieht doch genauso aus, als würde man da rauskommen. Nur genau an dieser Stelle komme ich halt irgendwie nicht weiter. Sieht hier nicht so aus, als käme ich hier. Hier müsste ich eigentlich rechts lang kommen. Komme ich aber nicht. Also wirklich, was soll der Scheiß? Wie denken die sich das denn? Wie denken die sich, dass man hier vorgeht? Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Natürlich auch nicht irgendwie nur ein kleines Stückchen schneller vorankommen. Ich muss ja wirklich die ganze Zeit mit dieser Schleichgeschwindigkeit durch die Stadt, habe überhaupt keinen Überblick, weil ich hier nicht weiter rauszoomen kann und weiß nicht im geringsten, wo es hier rausgeht. Es gibt darauf keinen noch so kleinen Hinweis. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich nochmal einen Cut und ich werde mich mal im Internet schlau machen, wie man aus dieser Stadt hier rauskommt, weil das ist ja wirklich extrem nervig. Bevor ich jetzt hier noch die ganze Zeit weiter rumsuche, werde ich das einfach mal rausfinden und dann wird ja vielleicht nochmal hoffentlich auch mit der nächsten Folge mit mir mitleiden, denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr
nervenaufreibendes Spiel, muss ich wirklich sagen. Also, bis zum nächsten Mal.